Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Immobilienbesichtigung. Wir sind heute in Manswörth und schauen uns hier gemeinsam eine Vierzimmer-Eigentumswohnung an. Wie ihr seht, sind wir schon im Wohnzimmer. Das ist richtig toll geschnitten. Das ist nämlich sehr, sehr schön groß. Hier hat man viel Platz für einen großen Esstisch, für eine große Couch. Hier dann eine Fernsehwand. Angrenzend an das Wohnzimmer befindet sich die offene Küche. Die Küche ist eine Echtholzküche und verfügt über alle Geräte. Was ich besonders schön an dieser Küche finde, ist, dass man hier auf die Terrasse hinaussieht und es hier so schön hell ist. Das heißt, wenn man hier steht und Essen zubereitet, kann man hinausschauen. Das finde ich sehr nett. Die Terrasse zeige ich euch gleich. Es gibt übrigens zwei Terrassen. Das ist jetzt mal die erste. Dadurch, dass sie ja an die Küche angrenzt, kann man hier dann Kräuter hinstellen und so, das finde ich nett. So, und hier ist dann das Wohnzimmer. Mit der zweiten Terrasse. Diese Terrasse zeigt Richtung Süden. Da kann man sich dann einen Liegestuhl herstellen und sich in die Sonne legen. Die Wohnung verfügt übrigens über eine Klimaanlage, was sehr wichtig ist. Wir sind hier jetzt im zweiten Stock, also im Dachgeschoss, es gibt nichts mehr drüber. Und da ist eine Klimaanlage super wichtig. Hier ist gleich das erste Zimmer. Der Boden ist ein Echtholz-Parkettboden. Ideal ist, dass man hier das Badezimmer und die zwei anderen Zimmer sind durch diese Tür getrennt. Das finde ich sehr praktisch. Hier ist dann ein weiteres Zimmer. Kann man als Kinderzimmer nutzen oder Büro oder Schrankraum. Das Badezimmer hat ein Fenster. Das kommt nicht oft vor und ist wirklich toll, wenn es das gibt. Es gibt eine Badewanne und dann Waschbecken und einen Waschmaschinenanschluss im Badezimmer. Und hier ist dann das dritte Zimmer. Von diesem Zimmer aus kann man auch direkt auf die Terrasse hinausgehen. Noch kurz ein bisschen zu Manswörth für alle, die Manswörth nicht kennen. Manswörth verfügt über Kindergärten, Volksschule, es gibt einen Nah und Frisch, wo man einkaufen gehen kann. Busverbindung nach Schwechat ist ideal, wenn man in Schwechat arbeitet oder wenn die Kinder in Schwechat zur Schule gehen. Also die Lage ist wirklich toll. Die Wohnung befindet sich gleich in der Nähe von der Au. Da kann man wunderbar spazieren gehen, wenn man zum Beispiel einen Hund hat oder wenn man einfach so gerne laufen geht, spazieren geht. Das ist hier ideal. Zur Wohnung dazu gehört noch ein Tiefgaragenstellplatz und ein sehr großes Kellerabteil. Es hat so um die 10 Quadratmeter. Wie immer findet ihr alle Kontaktdaten in der Infobox. Ich freue mich sehr auf eure Anrufe und wir sehen uns dann bei der Besichtigung oder im nächsten Video. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.